Servus Leute, ich bin Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich wie immer, dass du am Start bist und heute gibt es endlich mal ein FIFA 19 Video. Und zwar habe ich mir Early Access geholt. Besser gesagt, das Ganze hat mir ein sehr guter Freund zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Und ich will euch natürlich zeigen, wie wir ganz einfach SBCs zu Beginn lösen, weil die lohnen sich zu 100%. Zuvor müsst ihr aber Legen wir los freigeschaltet haben. Und dann seht ihr schon Hybrid Ligen, Hybrid Nation, Liga, Nation, Hybrid. Die drei gab es auch letztes Jahr zu FIFA 18. Hier habt ihr eine kleine Anleitung. Ich werde es so darstellen, dass ihr es alle gerne nachmachen könnt. Aber wichtig, wahrscheinlich werden die Spiele auch ein bisschen in die Höhe gehen, die ich euch zeige. Nutzt es eher als ein Beispiel, wie man es machen kann. Ihr könnt es kopieren, theoretisch, aber müsst nicht unbedingt die gleichen Spieler nehmen. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt trotzdem die gleiche Liga beispielsweise beibehalten oder einfach allgemein das System, was ich da verwende. Und man kann es nur oft genug sagen, macht diese SBCs, Jungs. Vor allem zu Beginn, nach ein, zwei Monaten steigen die Preise richtig krass für diese SBC. Die Spieler, die man benötigt, werden in die Höhe springen. Daher kann ich es nur empfehlen, macht das in der ersten Woche und ihr werdet merken, Jungs, da sind wirklich krasse Packs am Start. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Wir werden jetzt erstmal Hybrid Ligen abschließen. Habt ihr im Titel gesehen. Und hier seht ihr schon die Packs. Zum einen haben wir ein Jumbo Gold Pack. Danach haben wir ein Jumbo Premium Gold Set. Dann haben wir ein Prime Gold Spieler Set. Da haben wir Mega Pack, das ist ein 35k Pack. Und am Ende, wenn wir das Ganze abgeschlossen haben, was bekommen wir dafür? Seltenes Mega Pack, das müsste ein 55k Pack sein. Also das sind Packs in Wert von, unübertrieben, ich glaube mindestens über 120k. Ich werde es später nochmal ausrechnen. Es wird sich lohnen, Freunde. Und falls ihr Bock habt, dass ich die nächste auch noch hochlade, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Und wir werden auch sehen, was da drin sein wird am Ende. Ich werde die Packs natürlich öffnen. Jetzt werde ich erstmal die 5er-Bande abschließen, danach ausgesiebt. Weil ihr seht schon oben, das ist ein Road to Glory Account. Ich will euch zeigen, wie man die auch abschließen kann, ohne dass man jetzt Geld reinstecken muss. Da muss man zwar ein bisschen immer warten, ein bisschen die Spieler auf den Transfermarkt suchen. Aber daher müssen wir die Packs jetzt gleich öffnen. Und anschließend machen wir Neugierig und Teamziele. Und ich werde euch ein paar Tipps geben. Wir sind angekommen bei der 5er-Bande, Jungs. Und ihr seht, Ligen, wir brauchen genau 5 Stück davon. Spieler aus derselben Liga, maximal 3. Seltene Spieler 5. Da seht ihr die Goldkarten. Und teilweise ist es so beim Early Access, dass die Goldspieler, die seltenen, billiger sind als die Bronzespieler, weil die eben noch nicht gezogen wurden. Falls ihr das ganze Video jetzt zum Start von FIFA 19 seht, wenn die Vollversion draußen ist, schaut vielleicht nach den Bronzespielern, ob die vielleicht selten sind. Da spart ihr noch ein paar Münzen. Ansonsten haben wir noch eine 68er Bewertung, das ist ganz locker gemacht. Teamchemie 80. Ihr seht, ich habe 90, weil ich habe 4 Spieler oder 3 Spieler mit Loyalität drin. Und wer nicht weiß, was Loyalität ist, der Kollege hat zum Beispiel das Ganze. Dann habt ihr insgesamt einen Chemiepunkt mehr. Und das Ganze ist einfach nur möglich, wenn ihr den Spieler gezogen habt, wie zum Beispiel den guten Zales. Oder ihr spielt 10 Spieler mit dem. Dann bekommt ihr dann auch diesen Loyalitätsbonus. Und jetzt gehen wir kurz und knackig mal die Spieler durch. Ihr seht, Erstbesitzer, 350 Münzen, 700, da sind wir schon bei 1k. Erstbesitzer. Und ich kann das mal alles so durchgehen. Insgesamt hat dieses Team wahrscheinlich so 4000... ja, circa 4500, denke ich mal, gekostet. Am Ende bekommen wir ein Jumbo Gold Pack, das ist nice. Wichtig dabei ist, versucht vielleicht nicht unbedingt dieses Team ganz genau so nachzubauen. Das Prinzip ist ganz einfach, ihr könnt es abschauen. Aber wer weiß, vielleicht ist jetzt der ein oder andere Spieler von den Kollegen hier ein bisschen teurer geworden. Und verschwendet nicht 10k an diesen Kollegen. Da könnt ihr irgendeinen Linksverteidiger aus der französischen ersten Liga hin tun. Würdet ihr das Team jetzt ohne Loyalität haben, dann hättet ihr 87 Chemie. Das reicht auch vollkommen aus. Nichtsdestotrotz, Jungs, wir schicken den ganzen Hasen ab, weil wir brauchen jetzt gleich das Pack, weil wir noch ein paar Münzen brauchen. Ich finde das Design von FIFA 19 mega geil. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt gehen wir rüber zu Ausgesiebt. Da sind wir auch gespannt, was wir da machen werden. Ich habe es natürlich schon vorbereitet. Auch eigentlich ziemlich locker noch gewesen. Das ist die zweite SBC. Ist ein bisschen schwieriger, aber immer noch sehr machbar. Wir brauchen genau 7 Ligen. Dann Spieler aus der gleichen Liga. Maximal 3. Teambewertung 78. Schon etwas höher angelegt. Aber die Spanier haben zum Beispiel ein sehr hohes Rating. Leute, der hat 900 Münzen gekostet. Jetzt aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass er eine Woche nach Release locker auf die 2-3k hochgehen wird, weil er eben sehr brauchbar ist für die SBCs. Daher sage ich immer, Jungs, schnell machen, bevor es die anderen alle entdecken. Gut, 85 Teamchemie. Ihr seht, wir haben 100. Da haben wir einfach drauf geballert. Und jetzt eine Sache, die ich verändern will. Wir haben den Kollegen, hat Loyalität, den werden wir vielleicht später brauchen. Denn bei der letzten SBC, die wir gleich machen müssen, brauchen wir den Loyalitätsbonus. Deswegen, Jungs, verschwendet nicht an so einer SBC den Spieler. Deswegen tun wir den ganz mal schnell wieder zurück. Da haue ich dann lieber den Kollegen rein. Den könnt ihr einfach kaufen, Jungs, dann ist es gar kein Problem. Ihr seht immer noch 95. Da sind wir weit drüber. Das Team könnt ihr auch gerne nachmachen. Und dann Luis Hernandez, 350 Münzen. Marcano, 900. Vallejo, 400. Der gute Carles Gil spielt in der zweiten Liga, der ist auch sehr brauchbar. Und der Kollege, der wird safe hochgehen.
Wenn er jetzt bei euch noch 400 Münzen kostet, dann ist es wirklich ein super Preis, den ihr da zahlt. Torres 500, auch top. Und den Rest kann man so lassen. Den Kollegen habe ich übrigens geholt für das Rating, damit das bei 78 bleibt, meine ich natürlich. Fernando Torres ist nicht schlecht. Olmo, der gute Mann von Dinamo Zagreb. Ich finde es krass, dass er schon eine Goldkarte hat. Ist echt ein toller Mann. Hat die spanische Nationalität. Vielleicht wird er noch zu Kroatien rübergehen. Das weiß man noch nicht genau. Und ja, das war's zum Team. Ich denke, das ist auch sehr simpel. Ihr könnt euch theoretisch für eine Nation entscheiden. Die macht ihr dann. Am besten die Spieler sind in verschiedenen Ligen. Dann nehmt ihr zum Beispiel 4 Engländer aus der Premier League und der Rest ist einfach in anderen Ligen. Das ist ganz einfach, denke ich mal. Und hier bekommen wir ein Jumbo Premium Gold Set. Das Ganze schicke ich jetzt ab und wir werden gleich die Animation wiedersehen. Sieht fresh aus. Wir werden jetzt auch schon gleich die ersten 2 Packs öffnen. Da sind die 2 Packs. Die sehen so fresh aus. Dybala und Neymar auf den Cover. Sieht geil aus. Und falls wir jetzt ein paar Spieler brauchen, die zum Beispiel Non-Rare sind oder eine 80er Bewertung haben und Spanier aus einer anderen Liga, die werden wir erstmal behalten, weil die werden wir gleich vielleicht noch brauchen. Wir öffnen das erste Pack. Mal schauen, was drin sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere Knaller drin sein könnte. Hier noch nicht, denke ich mal, oder? Rechtsverteidiger, okay, das ist nicht schlecht. Arias von Atletico Madrid. Wir werden sehen, vielleicht brauchen wir den sogar für den SBC. Ist jetzt nicht der beste Spieler, aber Jungs, das nehmen wir mit. Und ansonsten, ja, haben wir ganz viel Zeug bekommen. Das kann man alles gut gebrauchen, vor allem zum Start. Und jetzt machen wir schon das nächste auf. Jumbo Gold Pack. Mal schauen, was da drin sein wird. Wir sind gespannt, Jungs. Es öffnet sich. Wäre schon cool, wenn mal so ein Walkout kommen würde. Hier glaube ich auch nicht, leider. Okay, es ist ein Non-Rare-Spieler. Judetti, der gute Schwede, Mann. Eieiei, okay, bis jetzt noch nicht so die beste Ausbeute, aber wir haben immer noch ein 35k-Pack. Die Spieler werden wir auch erstmal mitnehmen. Werden sie vielleicht gleich brauchen. Und den Rest, ich schau nochmal, was drin sein wird. Okay, nichts Besonderes. Und ich würde sagen, wir gehen zur nächsten SBC rüber. Jetzt gehen wir rüber zu der nächsten Challenge und das ist Neugierig. Und es ist gefühlt wirklich 2 Stunden her, seitdem ich jetzt die letzte gemacht habe, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich eine Lösung gefunden habe für diese Challenge. Ich denke, daher ist auch so ein YouTube-Video, denke ich, für euch auch sehr praktisch, weil es gibt noch keinen Footbin, wo ich jetzt irgendwas nachschauen kann, wie ich was baue, leider. Aber ich habe mir Mühe gegeben, Jungs, und hier seht ihr das fertige Team. Alle Spieler, die ich hier gekauft habe, sind alle vom Transfermarkt. Ich habe keine einzigen davon gezogen gehabt. Somit brauchen wir 0,0 Loyalität. Das Einzige, was ich machen musste, ist der gute Kollege namens Neves von Ajax Amsterdam, den habe ich vom rechten Flügel zum rechten Mittelfeldspieler formatieren müssen. Und ja, wir gehen mal kurz die Spieler durch. Wir zählen mal auch ungefähr zusammen, was das alles gekostet hat. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, dass ich das alles hier zusammen freestyle irgendwie. Aber ich denke, am Ende wird es sich gelohnt haben. 400 Münzen für Gomez, dann gehen wir rüber zum nächsten. Wieder 450, 400, 500. Schaut euch an, wie billig das noch ist. Gut, der ist jetzt ein bisschen teurer, aber ist ein seltener Linksverteidiger. Da muss man dann auch mal 1,5 zahlen. Lucas Leiva für einen 83er 1,5. Dann haben wir Fernando 900, hat übrigens eine starke Karte. David Neres, mega, mega Talent, Jungs. Ich denke, in naher Zukunft wird er vielleicht auch mal wechseln. Der hat Potenzial ohne Ende. 1400 Münzen auf den Tisch gelegt. Plus Position Change war nochmal 1k. Somit könnt ihr ungefähr 2,4 rechnen damit. Bruno Cesar, 1700. 500 Luis Adriano. Und zum Schluss William Jose für einen 83er, 1300 zu zahlen, ist ein guter Preis, Jungs, nehmen wir mit. Und ihr seht schon, wir brauchen diesmal 9 Ligen, Spieler aus derselben Liga 2, das ist nochmal eine Nummer schwieriger als davor natürlich. Ist nicht einfach, aber wir haben es geschafft, Jungs. Ich würde sagen, das könnt ihr gerne nachmachen. Ihr könnt eine andere Nation nehmen, aber da eignet sich, denke ich, Brasilien ziemlich gut, Argentinien vielleicht auch noch. Zum Beispiel mit Spanien habe ich es versucht, das war sehr schwer, das habe ich dann aufgegeben gehabt. Animation kommt gleich wieder auf uns zu. Glückwunsch, Challenge abgeschlossen, du hast folgende Belohnung erhalten. Und zwar, was ist das Ganze? Prime Goldspieler Pack. Okay, das ist nice. Wir öffnen das jetzt auch sofort, weil 88 Münzen haben wir noch. Das ist wirklich ein sehr geiles Pack. Und da könnte vielleicht jetzt mal was drin sein. Komm, wir machen jetzt ein Nose Pack. Und das Ganze öffnet sich. Let's go, EA. Hau mal einen ersten Walkout für mich raus. Das wäre doch mal geil. Ich glaube nicht. Okay, Deutschland. Das ist wenigstens rare. Und das ist der gute Vogt, hat eine sehr gute Karte mit 76 Tempo, 81 Defense, 80 Physis. Wir haben nicht so viel für die Challenge gezahlt, jetzt werden wir mal schauen, ob wir ungefähr Gewinn gemacht haben, auch schon mit dem Pack. Ich denke, sollte drin sein. Der Mainzer, Jungs, jetzt ohne Witz, 3 schnelle Skills, 3 schnelle Weakfoot. Schaut euch die Stats an, schaut euch diese Stats an. Richtig OP Mittelfeldspieler. Der Preis, den ihr jetzt seht, das hat nichts auszusagen. Es ist ein Early Access Preis, ist noch richtig billig. Der wird, denke ich, mal locker auf 2-3k hochgehen. Und der gute Gaia, der Marcos, das sind alle Spieler, die was wert sind. Mit diesen ganzen Spielern, die drin waren, denke ich, sollte schon ein Gewinn drin sein. Am Ende gibt es eh noch das Bonus-Pack und jetzt noch das Mega-Pack. Wir gehen rüber zur nächsten Challenge. Gefühlt nach 10 Jahren später haben wir es jetzt geschafft, Jungs.
Die letzte Challenge ist vollbracht. Ich kann euch sagen, die war nicht einfach. Teamziele heißt das Ganze. Und hier ist ganz wichtig, falls ihr einen Road to Glory Account habt oder allgemein nicht generell viele Packs bis jetzt geöffnet habt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr mindestens einen Spieler mit Loyalität habt. Ich habe das Wort in diesem Video schon häufig benutzt. Aber es ist eben vor allem jetzt zum Schluss sehr, sehr wichtig. Das ist die einzige Challenge, wo wir es hier am Ende brauchen. Spielerqualität, genau Gold, davon 6 seltene, liegen genau 11. Und das ist nicht einfach. Das funktioniert nicht mit jeder Nation. Das ist ganz wichtig. Ich habe es wieder versucht mit Spanien, hat nicht geklappt. Dann habe ich beispielsweise noch Italien probiert und Holland und so. Also das geht wirklich nicht mit jeder Mannschaft. Besser gesagt mit jeder Nation. Sondern ihr müsst euch für einen entscheiden. Ich glaube, Brasilien ist theoretisch möglich. Argentinien geht super. Und da kann ich euch empfehlen, wie gesagt, macht so schnell wie möglich. Zabaleta beispielsweise ist jetzt schon ziemlich teuer. Und jetzt gehen wir ganz kurz die Spieler durch. Und ihr seht, Spizzari 850 Münzen. Dann haben wir Zabaleta 4,5k und das war noch ein Schnapper. Den habe ich mir gesniped. Und dann haben wir González, Pires, der gute Kollege, 1400 Münzen. Ich habe versucht, eigentlich so fast alle Spieler zu snipen, weil das ist ein Road to Glory Account. Oben habt ihr seine Münzen gesehen, wir haben noch 33 Stück. Das war so minimal, was noch zum Ziel gereicht hat. Und Hezella heißt der Kollege, 450 Münzen Schnapper. Insur auch sehr teuer gewesen. Der Kollege 650, Erstbesitzer, das ist der eine, den ich genannt habe. Sosa aus der türkischen Liga 1200 Münzen, der Kollege 600, 1000. Das geht, denke ich mal, Lavezzi auch für schnackige, knackige 700 Münzen. Wir können das Ganze jetzt abschicken und das machen wir jetzt auch. Ich schicke den Hasen ab, Jungs. Falls ihr, wie gesagt, das Ganze nochmal mit den anderen SBCs sehen möchtet, lasst es mich wissen. Dann kann ich das vielleicht sogar heute Abend noch bringen, wenn ihr drauf Bock habt. Und hier erhalten wir ein Megapack. Alter Schwede, das ist krank. Und hier erscheint die SBC. Hybrid Legion. Dieses Design, ich liebe es einfach. Letztes Jahr habe ich auch so oft SBCs abgeschlossen. Das will ich dieses Jahr auch machen. Und wir fangen an mit dem normalen Megapack. Come on. EA, gib mir einen Inform vielleicht. Gib mir irgendwas Freshes zum Start. Das wäre geil. Und das... Okay, England, ZM. Liverpool, es ist Oxlade-Chamberlain. Eine gute Karte. Emre Can, Oud, Dennis Suarez, Richarlison, der wird auch einiges wert sein. Und der könnte ich mir vorstellen, würde am Anfang auch seine 8-9k oder noch mehr kosten. Und dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, was sonst drin ist. So viele Verträge, so viel Fitness. ZOM zu ZM. Auch mal kurz interessiert. Das kann normalerweise sehr teuer sein. Ist es auch, denke ich mal. Könnte auch so 2.000, 3.000 Münzen einbringen. Gewinn macht ihr eigentlich so oder so. Da kann man nicht großartig Verlust machen. Das verspreche ich euch. Dieses Pack ist quasi unser Gewinn. Das ist mindestens das, was geschenkt ist, wenn man das so sagen kann. Und deswegen machen wir das jetzt auf, Jungs. Drücken wir die Daumen. Let's go. Das Pack öffnet sich. Und wir schauen, was drin sein wird. Komm an. Komm schon. Bitte was Gutes. Na, ich glaube, keine Wende. Okay. Robertson, ich dachte, das ist der andere Kollege von Celtic. Der wird auch seine Münzen wert sein. Das ist nicht schlecht. Keine Frage, ist jetzt nicht der Überpull. Dann haben wir Pope. Team of the Season gehabt letztes Jahr. Warte mal, der zum Beispiel. Da kann ich mir vorstellen, dass der etwas teuer ist. Weil Brasilien, Linksverteidiger Shakhtar Donetsk, kann auch wichtig für die SBC beispielsweise sein. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir noch so haben hier. Ganz viel Fitness. ZDM zu ZDM. Das nimmt man mit. Das ist was wert. Ich wollte euch wirklich einen Weg zeigen, wie ihr das Ganze lösen könnt. Ich musste dann circa 4 Stunden dran sitzen. Und dann würde ich sagen, Jungs, was ist jetzt erstmal mit dem ersten richtigen FIFA 19 Video? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Damit supportet ihr mich brutal. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich bei den Streams, die jetzt jeden Tag folgen, zur Web-App und zu den Videos. Und wenn ihr möchtet, kommt heute Abend die nächste Challenge. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.